Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! The Legacy of the Duelist. Ja, in den letzten drei Parts habe ich zusammen mit Sven den Multiplayer-Modus näher vorgestellt und auch die einzelnen Spielmodi. Und in diesem Part geht es wieder alleine weiter in der Kampagne. Und ja, da kehren wir gleich zurück, also bald, wenn wir diesen Kampagne hier abgeschlossen haben. Denn wir machen jetzt in den Kapitel weiter, die Hand der Gerechtigkeit. Esther Phoenix lernte bald, wen die Schicksalskarte verdorben hatte. Achso, es war Sartorius. Jetzt, wo er die Wahrheit kannte, konfrontierte Esther den durch das Light of Destruction gesteuerte Sartorius. Um Sartorius wirklich frei vom Light of Destruction zu bekommen, muss ich ihn hier und jetzt besiegen. Wie edel. Lass uns anfangen. Esther verlor sein Duell gegen Sartorius. Es war ab zu Jaden, Sartorius zu besiegen. Diese Boxen sind echt grandios. Und ihn von dem Light of Destruction zu retten. Esther, bist du in Ordnung? Jaden, das ist nicht Sartorius. Ist er nicht? Nein, sein Körper ist übernommen worden durch irgendeine fremde, hungrige Macht und nur du kannst es stoppen. Bitte, stopp ihn, es ist so spät für mich. Du dummer Mensch, ich bin durch den Weltraum gereist, um euren Planeten mit der Kraft des Lichts zu reinigen. Zerstörung ist Schöpfung. Nein, wir tun Dinge auf meine Art, Bro. Mach dich spielbereit. Zeit für ein Duell. Oder so. Ja. Dann wollen wir mal. Ja, und schon verloren. Also, ja. Dann wollen wir mal. Mal gucken, was der für Karten hat. Alter Schwede. Okay, fange ich mal an. Zeit für eiliger Notruf. Und ich hole mir... komm her. Elementar hält Sparkman auf die Hand. Gut, Neo. Oh, jetzt kommen die Neo-Weltraum-Dinger. Aber vorher gucke ich mal, was ich so alles... Was ist das? Aktiviere diese Karte nur, wenn ein offenes Neos-Fusionsmonster das sucht. Okay, was ist das? Stilles Verhängnis, wieder ein normales Monster in der Welt. Das will ich auch behalten. Oh, scheiße. Okay, machen wir jetzt mal so. Keine Sorge. Nochmal. Alter. Machen wir das so und nehmen wir den und machen das nochmal. Okay, also wie gesagt, Sven und ich haben es noch nicht herausbekommen, wie dieses Fusionstor funktioniert. Ich spiele es nochmal. Ich spiele diese Karte. Hole mir Elementarheld Neos zurück in Verteidigungsposition. Ich spiele eiliger Notruf und hole mir noch eine Karte. Und zwar ist es Elementarheld Clayman. Und ich spiele Elementarheld Sparkman. Ah! Okay, so funktioniert das. Ich hab's herausgefunden. Okay, dann fusionieren wir mal die zwei zusammen. Und ich hole aufs Feld Elementarheld Donnergigant. In Angriffsmodus. Und noch dazu spiele ich Haar für heißes Herz und rüste es mit
Er ist ein Stärker. Ja, er ist noch im Verteidigungsmodus. Elementar hält Donnergigant aus. Somit hat er 2900 in Angriff und ich beende meinen Zug. Alter, das war ja mal ein richtig geiler Zug von mir. Oh nein. Okay. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Gut, das setze ich mal so und ich lege Elementarheld Neos in den Angriffsmodus. Dann wollen wir mal angreifen. Elementarheld Donnergigant. Bats. Achso, ich kann nicht mit denen angreifen. Schade. Okay. Wow. Das war ja mal ein nicer Zug, du. Gut. Oh, cool. Okay, dann Neo-Weltraum-Flare-Scarab. Und dann... Alles klar. Und wir machen gleich mal eine Fusion zu Elementarheld Flare Neos. Zack. Alter, die kenne ich noch gar nicht. Was? 3700? Ciao. Alter! Na, die nehmen wir! Und Angriff! Zack! Und ich beende meinen Zug. Oh, okay, gut. Dann wollen wir mal Elementarheld Burst in the Tricks herbeirufen. Gehen wir in den Battle Mode. Und greifen mal direkt an mit dem Elementarheld Donnergigant. Zack. Ja, sieht nicht gut aus für Sartorius Kumar. Oh. Ja, na, die nehme ich doch gerne. Dann kommt Elementarheld Avian. Und ich aktiviere das Fusionstor. Und hole Elementarheld Flammender Flügelmann aufs Feld. Hallo, mein Held. Flammenflügelmann. Daneben so. Gut. Gehen wir in die Battle-Phase. Und Angriff. Ups. Und das war's. Das war ein exzellentes Duell, finde ich. Hat ja nicht lang gedauert. Nach dem Sieg über Sartorius verschwand das Light of the Destruction. Sartorius war endlich frei von seinem Einfluss. Verzeih mir. Es ist meine Schuld, dass die Dinge so weit gingen. Hey, keine Sorge. Wenn du es nicht gewesen wärst, meine Fresse, wäre es jemand anderes gewesen, oder? Außerdem klappte alles gut am Ende. Ja, danke dir. Das sieht immer noch gruselig aus. Gut. Ja, das hat doch mal alter Schwede. Gut, dann wollen wir mal ein paar Decks öffnen, ne? Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. So, bei wem müssen wir denn weitermachen? Bei Großvater. So, zack, 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 zack. Oh, ein Exodia-Teil.
das nehme ich doch gerne. Ich glaube 90. Ja, bei 90. Dann wollen wir mal 5 öffnen. 4 bleiben noch übrig. Jetzt nur noch 3. Oh, Habienschwestern. Geil. Machen wir bei ihr weiter. Hier kommt sofort. Okay, zweimal die gleichen. Und der letzte im Bunde. Gut. Dann machen wir mal weiter in der Kampagne. Und zwar Zukunftsänderung. Mit der Krise der Abgewendeten. Die Krise, die abgewendet wurde, worden ist dank Jaden, war alles wieder normal, sodass das GX-Turnier fortgesetzt werden konnte. Die letzte Runde war Jazz gegen die jung und geheimnisvolle Newcomer Blair. Kanzler, das Turnier hat einen Gewinner. Was? Jazz besiegte jedes Mitglied der Society of Light. Es ist gut, Jazz zu sein. Ich habe voll den Jazz-Blues leer. Nun, wenn niemand mehr übrig ist, unser Gewinner ist. Halte diese ist das ein Mädchen, Jana? Halte diesen Gedanken. Er hat mich nicht geschlagen. Dann sieht es so aus, als ob das Turnier noch immer am Laufen ist. Was ist der Preis für den ersten Platz? Ich werde den Gewinner gewähren, was er begehrt. Im Rahmen des Zumutbaren natürlich. Deal, wenn ich gewinne, möchte ich das weiße Wohnheim abreißen und das gute alte blaue Wohnheim zurück. Kein Problem, was ist mit dir? Wenn ich gewinne, komme ich in das Slifer Rot Wohnheim. Slifer Rot? Der Sieger verdient es in den Obelisk Blau. Aber hey, wer bin ich, um in deinen Stein in den Weg zu legen? Hey, warte, ich kenne dich. Du bist das Grundschulkind. Du kennst sie? Sie versuchte, sich letztes Jahr reinzuschleichen. Sie war mit Zähnen Was? Sie war mit Zähnen besessen. Das hört sich so falsch an, ne? Aber ich glaube, sie hat jetzt ein Ding für... Oh, bitte! Also nicht nur, dass das komplett grammatikalisch alles so falsch übersetzt ist. Es ist so falsch übersetzt, dass es sich auch noch falsch anhört. Mein Name ist Blair und ich vergesse nicht. Nun, du wirst nicht vergessen, dass du dabei bist. Bitte ersetzt dieses Gejazz nicht durch was anderes. Bitte nicht. Lass uns zum Duell rüberkommen, ich habe keine Lust mehr. Oh Gott.